Moin, moin, meine kleinen Vanillezipfel. Was geht? Herzlich willkommen zu True Farming. Ja, in der letzten Folge hier steht er. Kaputt. Der Glas kaputt. Stein gefressen in die Kette. Ich warte immer noch auf den Händler. Oder auf den Werkstattfritzen. Bis jetzt war er noch nicht da. Ja, Kinder, was soll ich euch sagen? Traurig, aber wahr. Ansonsten, ich hoffe, ihr hattet euch geht's gut. Und ja, starten wir neu. Jetzt warten wir eben halt auf den Händler. Warum läuft hier ein Trecker? Wo läuft hier ein Trecker? Verdammte Axt. Wo ist der an? Glaub ja wohl. Ja, wir werden sehen, was die Tage so mit sich bringen, ne? Oder der Tag, besser gesagt. Schneidwerk haben wir auch schon geholt. Ich finde den ja, ne? Also der ist ja mega geil. Der kleine Süße. So, gucken wir mal, was die Felder sagen. Oh, hier muss noch Kalk drauf. Könnten wir schnell fix machen. Da, 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 da. Wir nehmen mal den Großen davor, der Kleine schafft den hier nicht. Dann schauen wir ein bisschen Geld. Auf den Schleier. Ganz schön schmalzig die Einfahrt. Denke, die anderen beiden arbeiten schon fleißig. Die haben ihre Auftragszettel gekriegt. Der Raisi und der Benno. Paul. Ich sag mal, es ist 8 Uhr. Ich muss halt eigentlich in der Berufsschule sein. Das ist mir Ist es. egal. Ich wollte gerade sagen, ist es schlimm, wenn ich fehle? Nö. Okay. Macht gerade so viel Spaß. Tausch dich sowieso aus. Wie, wo, was? Da Warum? war ein Scherz. Auf welchem Feld geierst du rum? Ich bin auf der 4 und der Benno ist auf der 123. Auf der 4, was machst du auf der 4? Ich pflüge, Benno tut, Mulchen, ja, okay. Super. Okay. Warum kriegt die Molle nicht an die Hand? Sonst alles ruhig. Außer einig unterpflügte Krähe ist alles in Ordnung. Also super. Stimmt gleich ein wenig mit. Also gut. Der dumme Vieh wollte gerade nicht wegfahren. Ja. Ich streue mal schnell auf dem neuen Stück Kalk. Ach so, die 15 haben wir schon fertig gemacht, da mit Mulchen und Pflügen. Die ist jetzt Saatbett fertig oder was? Er müsste fertig sein, eventuell nochmal düngen. Ja. Aber sonst. Na gut. Gut, 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 gut. Dann seid ihr mal wenigstens einen Tag fleißig. Ist ja mal froh, dass du glücklich bist über die Erbe, die ich mach. Ja, das sehen wir am Ende des Tages.
Wie ist denn das da eigentlich, wenn so ein Reh auf dem Feld steht? Muss ich bremsen? Natürlich, wir sind doch tierlieb. Ja gut, es läuft schon weiter. Oder wir machen Schnitzel raus. Oh, schönes Reh-Ragout. Das ist nämlich hier das Stück, wo der gute Pep uns fertig gemacht hat. Hier haben wir jetzt noch ein bisschen Geilgriff. Weiter. Dann warten wir noch auf den neuen Drescher. Also was heißt der neuen? Auf den geleasten Drescher, der natürlich den anderen so lange ersetzen muss, wie der Glas kaputt ist. Ich glaube, wir haben doch zu wenig mit ihnen. Verdammt. Also egal. Dann müssen wir noch ein bisschen aufladen. Das ist wenig, viel, wenig, wenig, also wenig, wenig. Ja, wenn ihr Verbesserungsschläge habt oder so. Schläge, hm? Wenn ihr Vorschläge habt. Könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben. Ich würde mich sowieso über jeden Kommentar freuen. Verbesserungen oder so. Und ja. Scheiße, ich muss doch nochmal aufladen. Naja, egal. Also Kalk haben wir echt massig Verbrauch. Ey, mein lieber Gesangsverein. Fahren ist halt nicht so meins. Ich bin immer noch so begeistert von der weißen Flotte. Was kommt denn da an? Wir lassen uns von der Arbeit nicht abbringen. Ja, auch so hin. Das wird schon, das wird schon. Ich warte mal hier an der Ecke, am besten. Ja, besser ist das. Ja.
Paul. Mahlzeit. Mahlzeit. Wehe dir. Gut, und euch? Ach ja. Findest du, was ist denn los? Wird sich vor der Achse abschmieren oder was? Das wird eh so kribbelig auf meinem Hof. Oh, da geh ich gleich wieder. Ja, das ist aktuell unser Praktikant. Aber er stellt sich gut an. Vorsichtig sein, er macht Sachen, die man nicht machen sollte. Ja, er hat uns die Vorgeschichte erzählt, also bis jetzt ist er tatsächlich bei uns noch nicht negativ aufgefallen. Ja, alles super bis jetzt. Er treibt euch zu mir. Oh, wir bräuchten deine Hilfe, so ein bisschen. Okay, warte mal, ich mach mal die Radlader kurz aus. Ja. Diese sparen. Ja, also wir haben da ein paar neue Anwohner hier, ja, ne? Mhm. Und der eine möchte ein Weingut machen. Mhm. Dafür müssen wir ein paar Bäume weghauen und den Boden umarbeiten und alles. Okay. Und da wollen wir dich fragen, ob du einen abstellen kannst, deinen Leuten, um uns zu unterstützen. Die anderen beiden sind um Feld, aber ich könnte runterkommen, ich habe gerade Zeit. Das ist genau ein Plan. Das habe ich vorgeschlagen, Herr Bergmann, dass Sie sind ruhig. Wenn der Kuchen sich unterhält, hätte der Krümel die Klappe zu halten. Okay, Herr Bergmann. Ja. Seit wann reden bei euch die Praktikanten? Ja, weiß ich auch nicht. Aber er ist ein Lieber. Ja, ja. Er ist ein ganz netter, ja doch. Ja, was stellt ihr euch denn vor? Ja, ein Schlepper. Mit Schleppen, ja, okay. Ein Mulcher, hinten dran. Und vielleicht, falls du hast, einen Rungwagen. Ja. Einen Rungwagen habe ich hinten zu stehen, einen Mulcher habe ich einen großen. Müssen aber vorher die Stuppen weg. Fast, dass der Rungwagen das Wichtigere ist. Ja, jetzt am Anfang ja. Den habe ich hinten zu stehen. Erst, wir müssen erst das Holz wegbringen und dann alles mulchen. Würde ich den Cerion für nehmen, weil der hat ordentlich Power. Hört sich gut an. Tag, Herrn. Und Mahlzeit. Ah, Herr Rothweg, ich grüße Sie. Hallo. Oh, Herr Rothweg. Ja. Sind Sie noch beim Bauamt? Ich bin noch beim Bauamt. Ja, ich bin hier gerade ja, wir wollen gerade den Herrn Bergmann beauftragen, gerade uns zu helfen. Okay, ja, schön. Vielleicht kann ich da mein Verhältnis wieder ein bisschen aufbessern. Ja, ich wollte mein Verhältnis auch aufbessern. Herr Bergmann? Ja. Nur ganz kurz, hatten Sie die Rechnung mir schon erstellt fürs Pflügen des Feld 105? Feld 105 habe ich, also Feld 105 hast du mir nie zugesagt. Nee, Sie hätten ein Feld für mich schon gepflückt. Das ist schon fertig, das ist schon gepflückt worden von Ihnen, deswegen, ich wollte es nur bezahlen. Dann muss ich mal kurz gucken, ob ich das schon gemacht habe. Aber gepflügt worden ist es, definitiv. Ich habe schon weiter bearbeitet, das war gepflügt, definitiv. Jo, Rechnung ist in System. Schütte. Ja. Das ist dann von Lübs Agrar, ne? Genau. Okay, mehr wollte ich gleich. Dann bezahle ich es gleich, damit wir da quitzen. Ah, ist gut, macht dir keinen Stress, Junge. Ja, ja, ich wollte nur nicht direkt... Psst, ich er ist weg. Ja. Herr Bergmann, ich danke Ihnen trotzdem. Jo, ciao, mit Au. Herr Rothweg, bald geht's los. Wir legen den Weinberg an für Sie. Wo sind Sie denn? Richtig spät wird das. Ich drehe sich einfach mal rum. Herr Rothwild? Ja, ach da! Versteckt man mir hier. Ich habe ihn nicht weggegangen. Herr Rothwild, den Weinberg werden wir für Sie anlegen. Wir organisieren gerade richtig schweres Gerät und dann geht das rein in den Berg, geht das. Ich habe es gerade schon gesehen, richtig übelst aufgefahren. Ja, schön, das freut mich. Da können Sie sich mal Auge holen. Okay, Entschuldigung. Okay. Ich wünsche Ihnen was, dann sehen wir uns einfach nochmal. So, also ich habe einen Rungenwagen und ich habe einen Radlader mit Gabel. Ja. Ja, wenn du mal deine GPS-Karte öffnest. Naja, freilich. Herr Bergmann? Ja. Haben Sie auch noch einen Bauwagen zufällig? Ich habe noch einen Bauwagen zu verkaufen, natürlich. Zu verkaufen? Mhm. Ist da nicht hier. Herr Bergmann. So, warte, ich habe meine Karte offen. Dann siehst du doch das Flurstück 104 und 103, ne? Mhm. Und da drüber ist doch so ein Rechteck schon abgesteckt. Naja, ich sehe das im Navi. Ja, und das muss alles gerodet werden. Deswegen. Ach, du ahnst dich. Also, ja, sind ja bestimmt 4 Hektar. Ja. Wild, richtig wild. Ist ja auch für den Herrn Rot wild. Für richtig wilde Weintrauben. Mhm. Nee, pass auf, wo hast denn du seinen Bauwagen, Paul? Bauwagen? Ich hab nur meinen. Bergmann, jetzt seien Sie doch mal nicht so. Das ist mein Bauwagen, das wissen Sie ganz genau. Mhm. Stand aber über einen Tag bei mir auf dem Hof. Alles, was einen Tag bei mir auf dem Hof steht, ist meins. Die haben mich ja runtergescheucht vom Hof. Na komm, ich gebe ihnen den. Ich hab da also heute auch keinen Nerv zu. Mein Drescher ist kaputt. Kalk muss gespritzt werden. Alles scheiße hier. Ich hab richtig gut geschlafen, Herr Bergmann. Bin richtig gut gelaunt heute. Soll ich Ihnen helfen? Ich glaube, ich kriege ihm heute noch die Locken vom Stamm. Herr Bergmann.
Wo haben Sie denn meinen Bauwagen hin? Komm einfach mit. Nimmst mal eben unseren Pickup und hängst ihn dahinter. Was habe ich Ihnen gesagt, Herr Schütte? Ich kenne ja. Paul. Ich bin gespannt. Oh, da ist er. Krieg ich dran. Da ist er. Oh. Jawohl. Gleich geht das los. Oh, oh. Ja. Haben Sie das gesehen, Herr Schütte? Der wollte mich über den Haufen fahren. Ja. Immer locker bleiben aus Wien. Oh. Wow. Huch, da war die Wand im Weg. Jo, weiter, weiter, Stück links, weiter, gut. So, warte. Ich will nichts sagen, aber das kann nicht passen. Ich glaube, das wird nichts. Nee, das wird zu 100% nicht passen. Nee. Da ist ein Loch und da ist kein Loch. Da ist kein Stepslissen. Nee, da bist du mit was anderes anhängen. So ein Mist aber auch. Ich habe eine Idee. Ja, ah, dann nimm mal den Traktor vielleicht. Welchen Traktor? Ja, den vom Bauamt da hinten. Können wir auch nehmen, ja. Ja, nimm mir den Traktor. Herr Bergmann. Mhm. Ja. Wollte mich da nochmal entschuldigen, ey. Das tut mir wirklich sehr leid, dass ich Sie da damals habe so lange warten lassen und ich wollte eigentlich den Händler und für das Bauamt nur einen Gefallen tun und wollte da nicht jetzt hier irgendwie negativ auffallen oder so. Mhm. Ja, ich wollte nur, dass Sie das wissen. Weil mir hat die Arbeit bei Ihnen sehr viel Spaß gemacht. Hat mir sehr gefallen. Okay. Und war auch sehr abwechslungsreich. Fand ich toll. Ich habe jetzt ein bisschen bessere Laune. Achtung. Hört sich der Bergmann. Nicht, dass sie aus Versehen überfahren werden. Was für ein Dilemma. Fahr noch ein bisschen, fahr noch. Komm. Trier Bingel. 50. Und ein Stückchen. Weiter. Ja. Da geht er dran. So, jetzt anhängen. Achso, muss ich die Schlüssel. Nee, warte. Kann das sein, dass du ein Schloss vorhast, ein Kupplungsschloss? Ja, Moment, da gucke ich mal schnell. Das ist so. Nur Anfänger. Moment. Das ist gar nicht so einfach. Wo seid ihr denn? Gemeinde. Städtischer Betrieb. Ja. So, gucken Sie mal, ob das jetzt geht. Ja, warte, Erik, guck mal am Zugmaul. Ja. Ah, perfekt. Passt. So, dran ist er. Ja, super. Luft ist dran. Jo, Strom ist weg. Dran. Kannst fahren. Achtung. Oh, Moment. Hilfe. Wo ist denn der Typ jetzt schon wieder? Ich wollte nur gucken, ob Sie mein Radio noch drin gelassen haben. Ja, super. Dann... Naja, über die geklauten Bolzen reden wir mal nicht. Fahren wir weiter zum Förster? Der ist noch nicht dort, der ist auch im Baumschubserlehrgang. Ja, aber wir wollen doch die Maschinen dort abholen. Ja, wir müssen ja zum Transponder nehmen, erstmal mit denen sprechen, dass sie uns deine Maschinen mitbringen. Wir müssen ja hinkommen noch. Pass mal auf, Oswin, du bist doch eigentlich mittlerweile schon ganz fit. Ruf mal beim Transportunternehmen an. Ja. Hast du eine Karte von denen, oder? Ich habe eine Karte von dem, ja. Er ruft da mal an. Genau, und so wollen wir trotzdem schon zum Sägewerk fahren? Typen gibt es, die gibt es nicht. Achso, die wollten ja zum Sägewerk. Dann müssen wir da wohl hinterher.
glaube, wir sind noch falsch gefahren. Scheiße. Aber warte mal, wir kommen noch. Wir kommen noch, wir kommen noch, wir kommen noch, wir kommen noch. Warte mal, der Ziegeweg ist da. Ich bin da. Nee, kommen wir nicht. Fuck. Dann müssen wir doch umdrehen. Ja, dieser Oswin, der nervt mich, der Typ. Mal kurz gucken, was meine beiden Mitarbeiter so machen. Hallo? Hallo. Hallo. Was treibt ihr beide? Seid ihr noch fleißig? Ich bin gerade meine letzte Bahn. Ich hab schon wieder einen Neuauftrag angenommen. Holzrücken. Oh nee. Doch. Oh nee. Aber schon lange nicht mehr gemacht. Naja, ich bring schon mal einen Rundenwagen runter. So, ich bin jetzt aber auch fertig mit meiner Arbeit. Das heißt, welches Feld hast du fertig? Bitte? Welches Feld hast du fertig? Ich habe jetzt 123, 4 und 15 gemulcht. Gemulcht, ja. Dann könntest du quasi hinterm Flug mit einem Grupper hinterhergehen. Oder müssen die beiden Felder gegruppert werden? Eigentlich nur, oder? Ja, ich weiß das nicht. Ich guck gerade. Die 123 müsste gegruppert werden. Na, dann kannst du die 123 einmal grubbern. Jo, okay. Mach ich. Ja, alles klar. Stumpenfräsgerät ja. Da? Ja. Dieser T-Rex oder was das ist? Ich glaube, das habe ich da letztens schon mal gesehen, das Teil. Ja, genau, hier bei der WGA. Der muss auch mit, ja. Okay, also hier der T-Rex muss runter. Okay, dann können wir den verladen. Den Radlader können wir ja auf den kann ja der Herr Keller vom Transportunternehmen, kann er ja den Radlader verladen. Mhm. Und dann, schnell als Praktikant, muss man sagen. Ich versuche mich anzustrengen. Ich versuche gut zu sein. Mhm. Die Fräse können wir vorne an mein Cerion anbauen. Dann kann ich die Kanzel drehen und kann gut fräsen. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, spann mal ab, das Ding, Lehrling. Wie ist denn das hier? Der Tieflader muss auch runter, oder? Der Tiefler muss auch runter, ja. Den kannst du fahren. Hast du einen Führerschein dafür? Warum? Hast du schon mal sowas Bergmann noch anhängen. Ja. Boah, das ist aber auch ein schöner Traktor, ey. Was für ein Gerät. Mhm. Weißer Xerion, sieht immer gut aus, ne? Oh, da kommt ja schon der Herr Keller da hinten. Das ist ja prima. Ja? Herr Bergmann? Ja. Ja? Ja. Wollt ihr nicht weiterfahren? Ich warte, dass der abhängt. Guten Tag mit Ach so. Servus. Hallo. Guten Tag, Herr Keller. Gucken Sie mal, das muss alles da runtergefahren werden. Da hinten der Radlader noch. Ja, der ganze den hinten schaue steht. Ich mir mal an. Genau, der müsste transportiert werden, ne? Der Radlader? Wo nimmt den ja auch mit hier?
Den da. Den T-Rex, den nehmen wir auch noch mit. Oh, hier mit der Kabine, da dreht er sich. Ja. Da ist ja wieder Präsident da drin, ey. Das muss man mal lassen. Alter Vater, was für ein Gerät. So, Hans-Peter, was nimmst du mit? Ich sowas mich auch mal irgendwann. Gut, dann würde ich sagen... Tja, der Kleine, da staunt er über meine Technik. Wollen ja keine Technik hier kaputt machen, deswegen haben wir ja meinen dran. Ne? Also, umgedreht, so meine ich das. Jetzt komme ich nur mit dem Fahren durcheinander. So, soll ich mir den T-Rex noch verladen? Ja, würde ich sagen. Okay, perfekt. Soll ich den fahren, oder? Ja, du bist ja schon am Weg dahin. So, na gut, komm. Oh ja, gleich angesprungen, so. Geht das? Ja. Ja, ist nur, so gut? Nur komm mal, Bengel, komm mal. Der ist kurz am Gas hier. Immer ruhig. So, bin ich gerade? Ja, weiter. Stück rechts. So ja. Ist gut, dann fahren wir gerade. Sieht der? Oh, ich guck nur in den Himmel. Schön gerade. Ja? Ja? Noch einen halben Meter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Gut, halt an. Ja. Lass die Fräse runter. Soll ich den runterlassen? Die nee, lass ihn nicht runter. Ach nee! Ach, scheiße, wir warten schon. Lass ihn nicht runterlassen. Da bezahlt dir der Lehrling neue. Oh, der steht aber auch knapp drauf, du. Alter Vater! Das fahr ich nicht. Gut, dann mache ich mich mal hier mit dem Tieflader auf den Weg, oder? Ja, fahr mal. Dann bis gleich. Erik? Hans-Peter? Jo. Woher der muss der ganz kurz umpel? Hat er das Praktikant nicht gesagt? Schlimm. Ja, dann bringen wir das ganze Schnatteradatsch mal dahin, wo es hingehört. Das ist schon, ja. Was macht ihr denn da? Ja, okay. Ein Glück kann ich abkürzen. Hab nun mal eine hammerstarke Maschine. Oh, der kackt ja gleich ab. So, Leute, aber nichtsdestotrotz, das war's für heute.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt bitte dran, in den Kommentaren zu hinterlassen. Zwecks Verbesserungsvorschläge und denkt dran, Support ist kein Mord. Wir sehen uns.